Und zugeschaltet ist mir jetzt der ehemalige verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Fritz Felgentreu. Guten Tag. Ja, Frau Werther. Sie haben heute zur Personalie Pistorius getwittert. Das wird gut. Warum? Ich gehe einfach davon aus, das ist ein ganz erfahrener Mann, der da kommt. Es ist jemand, der Erfahrung darin hat, eine große Behörde zu führen, mit dem sächsischen Innenministerium, niedersächsischen Innenministerium. Er hat ein Herz für Uniformierte, das muss ein Innenminister haben. Und das ist, glaube ich, schon mal kulturell eine ganz gute Voraussetzung für die Arbeit im Verteidigungsministerium. Und deswegen gehe ich davon aus, wir werden da einen kompetenten, zupackenden und veränderungswilligen Verteidigungsminister erleben. Das sieht die Union durchaus anders. Hier ist die Rede von einer B-Lösung. Wie sind denn Ihre Informationen? War Pistorius tatsächlich erste Wahl für diesen Job oder zweite oder dritte? Ich war genauso überrascht wie alle anderen. Ich weiß nicht, mit wem Olaf Scholz alles gesprochen hat oder ob er von vornherein auf Pistorius hinaus wollte. Ich finde nur das Ergebnis überzeugend. Olaf Scholz hat sich heute schon geäußert zu der Personalie. Er hat gesagt, Pistorius hat die Kraft und die Ruhe, die man in einer solchen Situation braucht. Gab das am Ende möglicherweise den Ausschlag, also das starke Auftreten von Pistorius, das man in den aktuell stürmischen Zeiten ja wirklich benötigt? Vor allem dieses Ressort ist ja im Moment im Scheinwerferlicht und im Fokus der medialen Berichterstattung. Ich denke, ein guter Innenminister braucht Nerven wie Drahtseile. Und Pistorius ist ein erfolgreicher Innenminister, der das seit 10 Jahren macht und immer wieder bewiesen hat, dass er auch in heiklen Situationen seinen Mann stehen kann. Und deswegen denke ich, diese Professionalität, die ist eine wichtige Voraussetzung, um in so stürmischen Zeiten ein so großes und schwieriges Haus wie das Bundesverteidigungsministerium zu führen. Trotzdem gibt es auch Kritik an Olaf Scholz. Auch die Union sagt, wir haben gerade Roderich Kiesewetter gehört aus dem Auswärtigen Ausschuss, Olaf Scholz habe zu viel Zeit verstreichen lassen. Also hier wieder dieser Kanzler, das Bild des Kanzlers, der zögert und zaudert auch bei der Wahl des Verteidigungsministers. Sehen Sie das genauso? Also, dass die Opposition was zu kritisieren hat, finde ich jetzt komplett normal. Das ist die Aufgabe der Opposition. Dass ich persönlich denke, dass es richtig war von Olaf Scholz, dass er solidarisch ist mit seinen Ministern, auch wenn sie unter Feuer stehen. Das schafft auch Vertrauen für den nächsten Minister, dass es sinnvoll ist, so ein Amt auf sich zu nehmen. Und ich kann überhaupt nicht erkennen, dass das eine großartige Zeitverzögerung gegeben hätte bei der Besetzung dieser Position. Scholz hat gestern gesagt, er wartet noch einen Tag zu. Das ist aus seiner Sicht ein Gebot des Respekts gegenüber der Leistung von Christine Lambrecht. Ich kann da überhaupt keine zeitliche Verzögerung erkennen, ehrlich gesagt. Olaf Scholz hat im Wahlkampf ein paritätisch besetztes Kabinett versprochen. Und jetzt hat sich die Co-Fraktionschefin der Grünen Bundestagsfraktion geäußert, Katharina Dröge. Sie sagt, so ein paritätisch besetztes Kabinett, also so viele Männer wie Frauen, sei extrem wichtig. Und es hätte auch eine Frau erneut als Verteidigungsministerin geben können. Frauen seien mindestens gleich qualifiziert. Wie bewerten Sie diese Aussage? Denn die vergangenen Monate haben doch gezeigt, dass nicht die Quote Ausschlag geben sollte, sondern wirklich die Qualifikation. Ich glaube, dass wir im Grunde immer in der Lage sein sollten, für Positionen gleich gut qualifizierte Männer und Frauen zu finden. Und ich finde es gut und richtig, dass eine Bundesregierung anstrebt, das auch nach außen durch ihr Erscheinungsbild zu transportieren. Aber es war jetzt eine Lösung zu finden, eine Lösung, die personell überzeugt und die in der Lage ist, dieses Haus zu führen. Und die ist auf Pistorius gefallen. Und ich denke, dass das eine absolut respektable Entscheidung ist, die auch das, ich sage mal, Gerechtigkeit, die Geschlechtergerechtigkeit in der Bundesregierung nicht wirklich in eine Schieflage bringt. Aber nochmal die Frage, zeigt die Realität, hat die Realität Olaf Scholz Vorstellung, Olaf Scholz Versprechen vom paritätisch besetzten Kabinett dann doch eingeholt? Ach, wissen Sie, wenn Sie neu ein Kabinett komplett neu aufstellen und die komplette Palette zur Verfügung haben, dann ist es leichter, auch so einer politischen Rahmenforderung wie der Parität gerecht zu werden. Jetzt war in einer konkreten Situation eine Einzelposition neu zu besetzen. Und ich glaube, dass an der Stelle man nicht von den gleichen Voraussetzungen ausgehen kann. Das Ziel als solches ist da. Das macht diese Bundesregierung auch deutlich. Das Ziel wird auch weiterhin da bleiben. Aber in dieser konkreten Einzelfrage war jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und die ist eben auch Pistorius gefallen.
Jetzt am Freitag gibt es gleich die erste Feuertaufe sozusagen für Pistorius. Dann Treffen mit den westlichen Verbündeten auf der US Air Base in Ramstein. Da wird es vor allem über Waffenlieferungen, über eine mögliche Lieferung des Leopard 2 Kampfpanzers an die Ukraine gehen. Wie sehen Sie das? Sollte Deutschland jetzt Führungsrolle übernehmen und diesen Panzer an die Ukraine liefern? Die Koalition, die im Westen die Ukraine unterstützt, hat eine klare Führungsnation und das sind die USA. Und das ist auch richtig so. Die Ukraine hat am meisten Unterstützung in den letzten Monaten aus den USA bekommen. Aus vielen Gründen, aber eben auch, weil die USA eine besondere Kraft haben, diese Art von Unterstützung zu leisten. Und deswegen ist es auch richtig, dass die USA da eine Führungsfunktion übernimmt. Gleichzeitig denke ich, hat Deutschland innerhalb Europas eine wichtige Rolle. Wir sind das größte und reichste Land. Und wir sind diejenigen, die entscheiden können, ob der Zahlen mäßig am stärksten vorhandene Kampfpanzer, nämlich der Leopard, tatsächlich auch geliefert werden kann, weil das ein deutsches Erzeugnis ist. Und an dem Punkt, denke ich, sollte Deutschland sich bewegen. Ich bin schon lange dieser Überzeugung, denn alleine Schützenpanzer vom Typ Marder zu liefern, ist eine gute Sache, wird aber dem taktischen Konzept nicht gerecht. Der Marder ist eigentlich dafür da, zusammen mit einem Kampfpanzer zu kämpfen. Und die Ukraine muss ja darum kämpfen, besetztes Gebiet wieder frei zu bekommen von dem Besatzer. Und dafür wird sie beide Waffen brauchen, sowohl den Marder als auch den Leopard. Und deswegen wäre es eine sinnvolle Entscheidung aus meiner Sicht zu sagen, ja, wir liefern auch Kampfpanzer. Sagt der ehemalige verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Fritz Felgentreu. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne.